Hallo und herzlich willkommen, diesmal aus der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock. Und es geht heute wieder einmal um ein Interview mit Live-Erik Holm. Er ist der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland hier in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Holm, bevor wir gleich einige Fragen, die uns erreicht haben, beantworten, vielleicht ganz kurz zum Wahlkampf. Wie läuft es? Wie zufrieden sind Sie? Also es ist sehr anstrengend, aber es macht mich auch sehr zufrieden, dass die Entwicklung so toll läuft. Wenn Sie bedenken, dass wir ja erst seit einem halben Jahr existieren und in dieser kurzen Zeit das so aufgebaut haben, dass wir jetzt kurz vor dem Einzug in den Bundestag stehen, das ist wirklich toll zu erleben. 16.000 Mitglieder bundesweit, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern etwa 250. Und der Wahlkampf läuft wie Bolle. Der Zuspruch der Menschen, der steigt ständig. Wir haben ja jetzt die neuen Umfragen gerade gesehen, die uns teilweise tatsächlich wirklich schon über 5% sehen. Einige sind sogar deutlich drüber. Also wir werden es schaffen mit dem Einzug in den Bundestag. Also der Wahlkampf läuft absolut gut. Was wir nicht gut finden, ist, dass es einige gibt, die diesen Wahlkampf nicht demokratisch gestalten. Das ist wirklich eine Erfahrung, die man keinem wünschen möchte. Also so viele Plakate, wie von der AfD runtergerissen wurden. Gastwirte wurden eingeschüchtert, die unsere Versammlungen beherbergen. Es gab einen täglichen Angriff auf unseren Bundessprecher Bernd Lucke, auch auf unsere Vorstandsfrau hier im Land, auf Petra Federau. Die musste einen Faustschlag einstecken von Linksradikalen. Es ist für mich völlig unerklärlich. Wir treten für einen demokratischen Wettstreit ein und hoffen, dass das in den letzten Tagen und Wochen auch so bleiben wird. Ich stelle mir nur die Frage, warum ist die Reaktion gegen diese Angriffe so schwach ausgefallen? Wo ist denn unser Bundespräsident Joachim Gauck geblieben? Der ist doch der Redner, der für die Freiheit immer eingetreten ist. Warum hat er nicht mal was gesagt zu diesen undemokratischen Angriffen? Das hätte ich mir eigentlich eher gewünscht. Aber wir machen natürlich weiter wie bisher. Wir als Demokraten, wir werden natürlich weiter mit unseren sachlichen, fundierten Argumenten für einen Politikwechsel eintreten. Ja, vielleicht gibt es ja auf diese Frage nach der Bundestagswahl dann mal eine Antwort, woran es denn gelegen hat, dass diese Reaktionen jetzt doch recht übersichtlich ausfallen. Es gibt aber noch wesentlich mehr Fragen, die jetzt vor der Bundestagswahl sehr wichtig sind, gerade wenn es um die Euro-Rettungspolitik geht und das nicht nur aus dem Lager der wahrscheinlich AfD-Wähler. Also das ist ein Problem, mit welchem sich viele beschäftigen, zum Beispiel Erhard Krause. Er zeigt sich empört über das neue Griechenland-Paket. Er schreibt, wie viele Pakete denn noch? Wie viele Jahre soll es dauern, bis die Griechen über den Berg sind? Ja, Jahre ist wahrscheinlich zu kurz bemessen. Man dürfte das wahrscheinlich eher in Generationen sehen, was da jetzt an Haftungsrisiken aufgebaut wird. Das werden unsere Kinder und Enkelkinder bezahlen müssen, wenn das so weiter getrieben wird. Wir wissen ja jetzt schon, die Fachleute sagen es und die Politiker wissen es auch, sagen es nur nicht. Es wird einen Schuldenschnitt geben für Griechenland. Das kostet uns dann als deutsche Steuerzahler schon mal wieder 40 Milliarden Euro. Das ist etwa ein Zwölftel eines Bundeshaushalts und das ist ja nur der Anfang. Das nächste Rettungspaket für Griechenland wird geschnürt, hat Herr Schäuble ja schon gesagt, aus Versehen oder auch nicht, verlauten lassen. Also das heißt, das wächst uns alles über den Kopf. Es kann so nicht weitergehen mit dieser Rettungspolitik. Deswegen streben wir einen geordneten Ausstieg der Südländer an. Wie gesagt, ich sage es nochmal für alle, die behaupten, wir wollen unbedingt raus aus dem Euro. Wir sagen nur, erstmal müssen die Südländer raus, weil sie mit diesem Geld einfach in dieser Form nicht klarkommen. Das sind alles sachliche Argumente und sagt Wolfgang Schäuble, das, was wir da sagen, sei unterste Schublade. Das verstehe ich nur absolut überhaupt nicht. Es kann auch gar nicht unterste Schublade sein, weil wie wir ja alle wissen, steckt in der untersten Schublade von Herrn Schäuble ein großer Umschlag mit vergessenen Spendemillionen. Wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall ein Thema, welches sich Katja Schneider aus Schwerin nicht unbedingt auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ihr geht es mehr um das Bildungswesen. Es kann nicht sein, dass es unseren Kindern bei einem Umzug so schwer gemacht wird. Ich habe selber, also die Katja Schneider, gesehen, wie schwierig es war, ihre Tochter in einem anderen Bundesland neu einzuschulen. Ja, ein ganz wichtiges Problem. Es wird ja von den Menschen bei uns im Land verlangt, Leute, seid mobil, wenn es hier keine Arbeitsplätze gibt, dann geht dahin, wo es sie gibt. Ja, aber wie soll man das mit kleinen Kindern machen? Das ist ja gar nicht möglich, es ist, weil diese Standards einfach nicht vergleichbar sind. Dieses Umschulen ist wirklich schwierig. Ein großes Problem, das man lösen müsste. Eigentlich erstmal mit einheitlichen Bildungsstandards. Da hat man dies und jenes schon mal versucht. Bisher sehr mickrig das Ergebnis, sage ich mal. Also da wollen wir als Alternative für Deutschland hin. Vergleichbare Bildungsstandards, das langfristige Ziel muss ein einheitliches Bildungssystem in ganz Deutschland sein. Das ist jetzt Ländersache. Wir haben also 16 Kultusministerien, die sich darum kümmern und das natürlich nicht gerne aus der Hand geben wollen. Es müsste aber eines Tages mal gemacht werden. Nun sagen einige, ja, dann gibt es aber keinen Bildungswettbewerb mehr. Das kann ich nachvollziehen, das Argument. Deswegen sagen wir ja auch, wir wollen ein einheitliches Bildungssystem auf der Basis des besten Systems.
sollen dann Experten entscheiden, welches das beste System ist. Ich für meinen Teil würde dafür plädieren, auch einen Teil des DDR-Systems mit einzubauen. Natürlich nicht die sozialistische Indoktrination. Aber man hat im DDR-Schulsystem die Naturwissenschaft sehr weit nach oben gezogen, weil es ein wichtiges Themenfeld ist und für unsere Zukunft so immens wichtig ist. Also Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, das waren wichtige Fächer und das muss es heute wieder sein. Wir können keine Rohstoffe verkaufen ins Ausland. Wir haben so gut wie keine in Deutschland. Wir leben von der Bildung, von der Technologie als Land und damit wir da weiter vorne bleiben, brauchen wir ein einheitliches Bildungssystem. Und im Übrigen bin ich auch dafür, dass wir Hausaufgaben beibehalten. Hat ja Sigmar Gabriel von der SPD jüngst diesen tollen Vorschlag gemacht. Hausaufgaben sollte man abschaffen, weil ja mit diesen Hausaufgaben werden ja die Akademikerkinder bevorteilt, weil sie mehr üben würden mit ihren Eltern. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Käse. Mensch, wir brauchen diese Hausaufgaben und die Hilfe auch der Eltern, um auch die Besten zu fördern. Was soll denn diese Gleichmacherei? Es bringt doch nichts, wenn die Schüler alle gleich schlecht sind. Wir müssen also eine Förderung haben für die Kinder, die nicht so begabt sind. Genauso eine Förderung natürlich der Besten, die dann in die Spitzenposition in der Wirtschaft, in der Wissenschaft streben. Ergibt bis dahin absolut Sinn. Vielleicht auch die Antwort auf die nächste Frage, die sich mit der Einwanderung beschäftigt. Herr Jahnke aus Sievershagen findet die Idee zur Einwanderung sehr gut, sagt er. Aber was ist mit den EU-Bürgern, insbesondere vom Balkan, die derzeit in Scharen nach Deutschland umsiedeln? Die haben doch Niederlassungsfreiheit und fallen gar nicht unter das Einwanderungsrecht. Das ist richtig, aber ich will vielleicht gleich mal vorne anfangen. Was wir fordern, ist ja nichts weiter als ein Einwanderungsrecht nach nationalen Interessen, so wie es die Kanadier machen, die Australier, die Neuseeländer. Es ist also mitnichten irgendwas Rassistisches, was gerade von anderen Parteien immer wieder gerne uns vorgeworfen wird. Absolut nicht. Wir stehen in der Mitte der Gesellschaft und befürworten ja qualifizierte Einwanderung nach dem Bedarf unseres Landes. Was wir nicht wollen, ist die Einwanderung in die Sozialsysteme. Damit sind unsere Bürger überfordert. Das können wir nicht weiter zulassen. Der andere Punkt, EU-Bürger. In der Tat, dieses Problem existiert, dass gerade viele Rumänen und Bulgaren jetzt zu uns kommen nach Deutschland. Ich habe kürzlich gerade einen Fernsehbericht gesehen. Da ist ein ganzes Dorf von Rumänien nach Berlin umgesiedelt. Das kann man den Menschen ja nicht verdenken. Die wollen ihre Lebenssituation verbessern und die Möglichkeiten sind ihnen bisher geboten. Aber das ist doch weder für Rumänien noch für Deutschland gut auf die Dauer. Deswegen muss hier eine Lösung gefunden werden. Und in der Tat, die Niederlassungsfreiheit gilt. Das heißt, die Rumänen und Bulgaren können natürlich alle gerne zu uns kommen, hier arbeiten. Aber bitte nicht in die Sozialsysteme. Da gibt es einen Vorschlag von einem der Top-Ökonomen in unserem Land, von Hans-Werner Sinn, der sagt, man könnte es ja so regeln, dass die Sozialleistungen nur aus dem Herkunftsland bezahlt werden könnten. Das finde ich wäre eine prima Lösung. Soviel zum Thema Einwanderung. Weiter geht es in den Bereich Energie. Jörg Herrmann fragt nach der Energiewende. Sie fordern, dass die EEG-Umlage auf den Strompreis abgeschafft wird. Was wird dann aus meiner Einspeisevergütung? Dann nehme ich mal an, dass Herr Herrmann eine Photovoltaikanlage auf dem Haus hat. Da muss er sich keine Sorgen machen. Wir sind natürlich für den Bestandsschutz. Also bestehende Anlagen werden natürlich weiter gefördert. Aber wir müssen für die Zukunft überlegen, ob das so weitergehen kann mit den Milliardensubventionen. Dazu sind wir in erster Linie dafür, dass das Ganze transparent über den Bundeshaushalt läuft. Dann können wir sehen, welche Energieform wie gefördert wird und können auch besser überprüfen, wie weit die Förderung noch gehen soll. Eins ist ja klar, wir als Verbraucher bezahlen diese Energiewende. Wir sind nicht gegen die Energiewende, auch wenn sie jetzt völlig vermurkst wurde. Wir sind dafür, dass wir langfristig aus der Kernenergie aussteigen. Aber wir sind gegen diese Art der Energiewende. Das heißt, warum soll der arme Verbraucher, Niedrigverdiener, eine arme Rentnerin diesen Strompreis bezahlen, der ja nun wieder steigen soll, im nächsten Jahr wahrscheinlich um 20%. Das ist mal eine Inflationsrate. Das geht also so auf Dauer nicht weiter. Der Strom ist ja mittlerweile schon doppelt so hoch wie in Frankreich und das können wir uns irgendwann nicht mehr leisten. Also hier muss eine neue Lösung her. Runter mit der Umlage vom Strompreis. Es ist ja sowieso idiotisch, wenn man sich überlegt, warum steigt der Strompreis im nächsten Jahr um 20%? Weil der Strom so billig ist. Das ist völlig paradox, ist aber so, weil in diesem Jahr sehr viel regenerative Energie produziert wurde, Wind- und Sonnenenergie, ist der Strompreis an der Strombörse sehr stark gesunken. Weil aber die Erzeugerpreise ja festgelegt wurden, also die Abnahmepreise, muss die Umlage natürlich steigen. Und die bezahlen wir als Verbraucher. Das ist natürlich keine gute Lösung. Wahrscheinlich auch keine gute Lösung für eine junge Dame aus Greifswald, Frau Ahrens nämlich. Wie schätzen Sie die Regierungsbildung nach der Wahl ein? Welche Koalition ist am wahrscheinlichsten und könnte sich die AfD vorstellen, eine Koalition mit anderen Parteien einzugehen? Ja, mal halblang. Also wir richten uns erstmal auf die Oppositionsrolle rein und es
läuft doch alles auf eine große Koalition hinaus. Und ich sag mal, die Parteien passen auch ganz gut zusammen, ob nun die rote SPD oder die schwarze SPD regiert. Das macht doch wirklich keinen großen Unterschied mehr. Und genau genommen wüsste ich gar nicht, mit wem ich koalieren sollte, wenn man sich die anderen Parteien und ihre Programme anschaut. Die CDU plakatiert solide Finanzen. Was ist daran solide, dass unsere Haftungssummen uns über den Kopf wachsen? Jetzt über 600 Milliarden, für die wir in der Euro-Rettungspolitik bereits haften. Genauso die FDP, die schreibt keine neuen Schulden, keine neuen Steuern. Ja, aber wie soll denn das nächste Griechenland-Paket bezahlt werden? Das ist nicht in den Bundeshaushalt eingestellt. Also müssen dafür neue Kredite aufgenommen werden, sprich neue Schulden. Und das bedeutet natürlich in Zukunft neue Steuern für uns, weil irgendwann muss das ja bezahlt werden. Geht nicht. SPD noch dreister, die mokieren sich jetzt darüber, dass die Regierung diese riesen Haftungssummen aufgetürmt hat. Dabei hat sie doch alles mit abgestimmt im Bundestag. Also das ist für mich eine Verdummung der Wähler. Da können wir keinesfalls Wind machen. Und ja, zu den Grünen müssen wir nicht viele Worte verlieren, denke ich mal. Eine Partei, die denkt, sie wäre für uns erziehungsberechtigt und müsste uns vorschreiben, wann wir was essen, kommt für uns natürlich schon generell nicht in Frage. Im Übrigen, ganz klar ist, wenn eines Tages mal eine Koalition mit der Alternative für Deutschland irgendwie in Frage kommen sollte, wir werden nur mit Parteien koalieren, die eine wirkliche Wende in der Rettungspolitik hinlegen. Das heißt, keine weiteren Rettungsschirme, das werden wir nie unterstützen, weitere Rettungsschirme. Und es muss zurückgehen zu den europäischen Verträgen, die müssen eingehalten werden. Das sind unsere Hauptbedingungen. Vielen Dank erstmal bis hierher für diese Ausführungen, Herr Holm. Am Ende dieses Gesprächs möchte ich Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, die Wähler direkt anzusprechen. Und wenn Sie das tun wollen, dann bitte in die linke Kamera. Also wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, gerne. Unser Land steht vor einer wichtigen Entscheidung jetzt am 22. September. Es ist die Frage, ob die etablierte Politik so weitermachen kann wie bisher und unser Land weiter, in Gänsefüßchen, alternativlos an den Baum fahren kann. Wenn Sie bedenken, was wir schon für Risiken übernommen haben als deutsche Steuerzahler mit den Rettungspaketen in Griechenland, mit dem ESM, mit der Haftungssumme insgesamt von über 600 Milliarden Euro, das entspricht den gesamten Steuereinnahmen Deutschlands in einem Jahr, dann wissen Sie, es kann so nicht weitergehen. Ich weiß, dass sich viele vor Veränderungen scheuen und bei vielen die Probleme noch nicht direkt im Geldbeutel angekommen sind. Aber schauen Sie mal ein bisschen tiefer. Es ist ja nicht nur die Dauerrezession in Griechenland und in anderen südlichen Ländern. Es passiert auch bei uns. Schauen Sie auf die Immobilienpreise, die überall steigen bei uns. Und das liegt auch daran, dass viele Südländer ihr Geld bei uns in Sicherheit bringen wollen und das in Betongold anlegen. Schauen Sie auf Ihre Sparzinsen. Die Zinsen sind niedriger als die Inflationsrate. Das heißt, Ihre Kaufkraft wird jedes Jahr geringer und das kann so nicht weitergehen. Schauen Sie auf die Energiepreise. Die steigen nächstes Jahr um 20%. Also es wird sich auch bei uns zunehmend bemerkbar machen. Deswegen braucht es eine Alternative bei dieser Wahl, damit wir als Opposition die Regierenden vor uns hertreiben können und möglichst auch in die richtige Richtung treiben können. Also schauen Sie sich nochmal genau unser Programm an und geben Sie uns Ihre Stimme am 22. September. Und selbst wenn Sie nicht mit allen Punkten unseres Programms übereinstimmen sollten, überlegen Sie, wenn eine Einheitspolitik betrieben wird, wenn die politischen Parteien im Bundestag fast mit einer Stimme bei vielen Dingen sprechen, dann braucht es doch eine andere Stimme. Deswegen geben Sie uns Ihre Stimme der Alternative für Deutschland.